Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. In der letzten Episode haben wir ja das Verstärkungsportal von Molag Baal geschlossen, mithilfe unseres sehr mutigen Sir Cadrell. Genau. Der hat sehr viel Spaß dran, uns zu begleiten. Und wir müssen das Labyrinth jetzt für den letzten Ansturm öffnen. Dann schauen wir mal kurz hier. Oh ja. Oh. Phanus Galerion. Da wir im Moment keine riesigen Horden Verstärkung befürchten müssen, schicken wir jetzt den Hauptangriffstrupp. Während der Molag Baals Diener in Schach hält, müsst ihr durch das Labyrinth navigieren und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Okay, ihr wollt, dass ich das Labyrinth allein betrete? Natürlich nicht. Selbst ich wäre nicht so töricht, Molag Baals Allerheiligstes allein zu betreten. Gabrielle und ihre Magier werden euch hineinbegleiten. Woran erkenne ich den Ebenenstrudel, wenn ich ihn finde? Oh, ihr werdet den Ursprung der Zerstörung unserer Welt schon erkennen, wenn ihr ihn seht. Findet nur einen Weg durch das Labyrinth und versucht euer Leben nicht an die tödlichen Fallen und die schrecklichen Monster zu verlieren. Nun geht und viel Glück. Ja, ich muss ja meine Seele wieder zurückholen. Das kann ich ja nicht, wenn ich sterbe vorher. Auf ins Labyrinth. Hallo, Gabriel. Dieser Raum ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass der Fürst gerne liest. Aber all diese Bücher, stellt euch vor, welche Fülle an Wissen sie enthalten. Ja. Ich könnte Jahre hier drin verbringen. Ja. Das heißt, wenn wir uns nicht um dringendere Angelegenheiten kümmern müssten. Was geht hier drinnen vor sich? Wir kommen nicht aus diesem Raum heraus. Die Tür auf der anderen Seite bewegt sich kein Stück. Und wir konnten ihren Mechanismus bisher nicht durchschauen. Wie kann ich helfen? Wir sollten wohl den Raum durchsuchen. Wer weiß? Ihr könntet zwischen all den finsteren Folianten und alten Fabeln über lüsternde Argonia etwas Nützliches finden. Aber so einen Mechanismus habe ich noch nie zuvor gesehen. Er ist durchaus faszinierend. Dann schauen wir mal. Hallöchen, Marco Valos. Ich erkenne diese Geräte wieder. Ich habe sie erforscht. Sogar Berichte über sie geschrieben. Habe aber nie eins in Natura gesehen. Sie sind wunderbar anzusehen. Nur ein Gott könnte ein Artefakt solcher Brillanz fertigen. Heißt das, ihr wisst, wie man das Tor öffnet? Ich habe da so eine Ahnung. Es hängt mit den großen Metallrohren an den Wänden zusammen. Meinen Recherchen zufolge erinnern sie an eine dädrische Maschine, die eine Energiequelle braucht, um ihren Dienst zu tun. Doch wie ihr deutlich sehen könnt, fließt derzeit keine Energie durch sie. Wir müssen also eine Energiequelle finden. Eine berechtigte Annahme. Seht ihr die kleinen Öffnungen in der Nähe jeder der Röhren? Wenn wir herausfinden, wie man diese eisigen Flammen zu ihnen bewegen kann, sollte das die nötige Energie liefern, um die Tür zu öffnen. Da bin ich mal gespannt hier. Was ist, wenn man den Hexenmeister nicht rettet? Wer steht denn hier und erklärt dann das Ganze? Also, wir haben hier das Feuer. Okay. Und jetzt? Oh mein Gott. Ah, da unten ist was. Okay. Tätrische Flamme. Wie macht der tätrischen Flammen Band 3 von Calcius Malik? Oh. Das war's also nicht. Hä? Ach so. Was so läuft es? Na gut. Sua. Schön, nicht. Nein! Immer einen Schritt nach den anderen Hinweis. Okay. Ich hab's jetzt ausprobiert, was passiert. Boah, mein Herz. Aber gut, dass ich wieder hier bin. So. Ach so, da drüben.
chillig. Immer einen Schritt nach den anderen. Schauen wir mal. Hier ist noch eine Flamme. Für da drüben. Dann ist hier eine Flamme für wo auch immer. Wo ist denn hier was? Seite. Ach, da drüben. Schauen wir mal. Ednan, bitte? Irgendwo muss noch irgendwas sein zum... Berührt die Flamme. Okay. Kalte Feuerschale. Kalte Feuerschale. Ach, da drüben. Gut. Ja, das war's. Super. Betrete das nächste Gebiet. Ei, ei. Oh. Durchquert die dunkle Kammer. Na gut. Krass, wie viele Bücher das sind. Ihr könntet denken, dass Sul keine Angst vor der Dunkelheit hätte. Ihr würdet euch irren. Ja. Ich hol mal kurz Miri für die Bücherregale. Boah, ist es dunkel. Ich könnte ein wenig Aufregung vertragen. Fähre schon, selbst Hunger. Okay, dann holen wir wieder die Isobel. Vielleicht kommen ein paar Dedra zum Schlachten daher. Die dunkle Kammer betreten. Hallo? Ist hier jemand? Soll das abschreckend sein oder so? Mhm. Wow. Okay, da sollte man also nicht hingehen. Ah! Okay. Wir sind durch. Schon, wir sind fast da. Ja, jetzt stürzt die Brücke ein. Dann betritt das nächste Gebiet. Na gut. Eine Tür ohne Wiederkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und wir werden den ebenen Strudel sofort finden. Okay. Bleib dicht an mir dran. Da drin lauert wahrscheinlich etwas, das uns töten will. Wahrscheinlich. Brauch unsere Isobel. Wo ist er denn? Hat sich versteckt? Ah ja, hier ist er. Sie läuft schon mal vor. Es muss doch einen Weg hier herausgeben. Wartet, mir schwant Übles. Ah. Manchmal hasse ich es, recht zu haben. Da sind sie. Bestienstatuen, okay.
Geht's weiter, oder? Nee. Was müssen wir denn machen hier? Ich hack mich durch. Kommt schon. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, beweg dich doch. Bitte. Los, los. Hier, durch. Ich muss diese Tür öffnen. Haltet sie zurück, während ich mich darum kümmere. Okay. Isabel ist on fire hier. Ich soll die Tür öffnen, nicht kämpfen. Die Tür ist endlich offen. Yeah. Lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Okay. Oh, hallo, Catwell. Ich wusste, dass ich die hier finde. Interessant. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend. An Catwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu. Aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Moment mal, was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Die Türen haben sich hinter uns geschlossen. Nur Gabriel und ich haben es soweit geschafft. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Catwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Was ist geschehen? Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Wie könnt ihr euch einfach so herumteleportieren? Der Dank für diese kleine Gunst gebührt Catwell. Ich bin mir nicht sicher, wie er es anstellt, aber ich glaube, er ist so sehr mit Kalthafen verwachsen, dass er ein regelrechter Teil davon geworden ist. Leider kann er immer nur eine weitere Person auf einmal teleportieren. Und es ist eine langwierige Angelegenheit. Wen haben wir verloren? Viel zu viele. Hanin wurde überrumpelt und ausgelöscht. Oh nein. Zusammen mit einer großen Zahl Soldaten von der Kriegergilde. König Dunars Gruppe wurde auch überfallen. Doch er hat es geschafft, sich aus dem Hinterhalt herauszukämpfen. Aber es gibt viele Verwundete. Die Zeit läuft uns davon. Bringen wir das zu Ende. Das Portal, das zum ebenen Strudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten. Ich werde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht! Ja, gut. Wir laufen hier über die Brücke. Wir wissen, wie es ist, in den Abgrund zu springen. Das habe ich jetzt ausprobiert. Check! Ich habe entschieden, dass ihr doch meine Hilfe gebrauchen könntet. Und Signet lässt grüßen. Signeta, die Lamm. Ach, wie heißt sie? Velaryon? Lamien, cool. Kämpfen für uns. Velaryon, ne, wie heißt sie? Weiß nicht mehr. Ah, sind einfach zu schnell kaputt. Faraniel heißt sie doch, Mann. Ja, ja. Ich und Namen. Ich und Namen. Wo war Velaryon? Weiß ich gar nicht mehr. Was? Der schläft, oder? Ach so. Attacke! Okay, er ist zweimal gestorben. Ihr seid wie die Helden einer alten Sage. Und ich darf an eurer Seite reiten. Mein Kind. Die Stadtwahrerin. Ja, irgendwann muss ich mich vom Set verabschieden.
Aber jetzt noch nicht. Die Stadtwahrerin. Ihr wart besser, als ich dachte. Selbst im Angesicht unausweichlicher Gefahr und der schlimmsten Schrecken, die das Reich des Vergessens zu bieten hat. Ich bin beeindruckt. Was macht ihr hier? Ich bin wie ihr hergekommen, um diese Sache zu Ende zu bringen. Dank der Bemühungen eurer Armee habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, ohne Molag Bals Blick auf euch zu ziehen. Ich nutze eine ähnliche Ablenkung, um unbehelligt durch dieses widerwärtige Reich zu reisen. Ja, da schläft ja dieser Molag Bal. Ihr seid mehr als eine einfache Stadtwahrerin, oder? Macht euch weiter eure Gedanken. Irgendwann werdet ihr das Rätsel lösen. Es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr eure Welt retten wollt. Ihr müsst ins Auge des Sturms, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Der Ebenenstrudel kann nur aus seinem Inneren unschädlich gemacht werden. Warum habt ihr uns vorher nie geholfen? Ich habe euch bei jedem Schritt eures Weges begleitet. Ich habe euch in Kalthafen eine sichere Zuflucht geboten. Ich gab euch das Wissen über die Lichter von Meridia. Ich brauchte eine Stellvertreterin, die an meiner Stelle gehandelt hat. Ich konnte es nicht riskieren, mein wahres Ich gegenüber dem dunklen Fürsten zu offenbaren. Ihr habt mich benutzt? Euch benutzt? Natürlich habe ich euch benutzt. Doch ihr wusstet von Anfang an, was auf dem Spiel steht, und ihr habt getan, was nötig war, um eure Welt zu retten. Jede Entscheidung, die ihr getroffen habt, war eure eigene. Und eure Entscheidungen kamen meinen Zielen gelegen. Was muss ich tun? Ihr müsst in den Ebenenstrudel. Jenen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Vernichtet die dunklen Anker darin. Entfesselt die Macht des Lichts von Meridia am Brennpunkt der Ebenenverschmelzung und macht den Strudel unschädlich. Das klingt wie ein Weg ohne Wiederkehr. Das Leben einer einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wenn ihr Erfolg habt, wird das Gleißen des entfesselten Lichts den Strudel verzehren und die Ebenenverschmelzung aufheben. Nirn wird gerettet sein. Kann ich euch erst noch etwas anderes fragen? Stellt eure Fragen, aber ihr solltet wissen, dass die Zeit knapp wird. Wenn wir den Strudel betreten, was geschieht dann mit unserer Armee? Ihr könnt ohne die Unterstützung eurer Verbündeten nicht auf einen Erfolg hoffen. Ich werde diejenigen, die noch am Leben sind, mit uns in den Strudel ziehen. Aber werden sie nicht auch sterben, wenn wir den Ebenstrudel vernichten? Das Licht von Meridia reinigt und läutert. Niemand muss sich vor seiner gleißenden Umarmung fürchten. Kommt dann Meridia selbst? Ist sie Meridia? Die Göttin? Götter können hier sterben, aber Dedra nicht. Okay, Leute. Auf geht's. Ah. Der Ebenenstrudel. Auf geht's. Wow, die endlose Treppe. Das ist ein schönes Bild. Ja, die haben alle so schöne Ladebildschirme. Das ist so schön. So schöne Bilder. Vernichtet den ersten dunklen Anker. Na gut. Molag Bals dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich sah. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Meine Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Ich wusste es, ey. Also so weit habe ich bisher noch nie gespielt. Der dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Kommt! Ihr scheint überrascht zu sein, Sterbliche. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Nein. Warum habt ihr so getan, als ob ihr die Stadtwahrerin wärt? Ich habe nicht so getan, Sterbliche. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Ah, keine Göttin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Warum braucht die große Meridia meine Hilfe? Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen. Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Ist das alles nur ein Spiel für euch? Die Realität ist ein Spiel, Sterbliche.
Lernt es zu spielen oder gebt euch auf, um eine Figur zu werden, die geopfert wird. Eure Verbündeten sind eingetroffen. Sprecht mit ihnen, bevor wir fortfahren. Ja, das Leben ist ein Spiel. Das sagt sie es. Schaut schön aus hier. Ja, das sind sie. Das letzte Überbleibsel. Hat es Sur nicht geschafft? Oh nein. Der Meisteralchemist. Ist noch ein Anker. Wenn wir die runterkommen, die sind so cool. Naja, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind Meridia begegnet. Eine dädrische Fürstin. Sie steht hier. Ja, auch kleiner als ich. Aber das hat ja nichts zu sagen. Jedenfalls, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.